Vergangenheit, anders denken. De, do nano? Und hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Café Zero, The Sleeping Beauty. Und wie sieht es aus? Do te, nani ga? Was meinst du damit? Kono mai no kake yo. Teian shita no wa anata janai. Unsere Wette vom letzten Mal. Sie haben es doch vorgeschlagen. Hora, mata ano jiken ga sa. Hey, der Vorfall ist wieder eingetroffen. Konna henkyou no mura de. Osoroshii. Wie kann das in solch einem abgeschiedenen Dorf wie unserem passieren? So gruselig. Koko mo bussou ne. Anata no tokoro wa daijoubu nano? Es ist ziemlich gefährlich in letzter Zeit. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Watashi no tokoro wa kankei nai kana. Ich glaube nicht, dass mein Ort betroffen sein wird. Sore mo sou ka. Douse ichijideki na taizai deshou shi. Ja, Sie haben recht. Sie wohnen dort sowieso nur vorübergehend. Ki ni naru no ka? Sono jiken no koto. Machst du dir Sorgen um den Vorfall? Datte kodomo no renzoku jizatsu deshou? Sekkaku umareta inochi nano ni mottai nai. Es geht immerhin um den Selbstmord von einem Kind. Wie kann man sein eigenes Leben so wegwerfen? Kimi rashii iken da. Das sieht dir so ähnlich, dass du das sagst. Kodomo ga jizatsu suru made omoi tsumeru nante. Ittai kono mura wa dou natte iru no kashira? Was stimmt mit diesem Dorf nicht? Was konnte ein Kind so weit treiben, dass es Selbstmord begeht? Demo jizatsu shita kodomo tachi wa shiawase sou janai ka? Aber es scheint, als sahen diese Kinder glücklich aus. Zuibun to kuwashii no ne. Sie scheinen viel zu wissen. Uwasa o mimi ni shita dake da. Miyori no nai kodomo tachi no koto da shi. Shinu koto koso shiawase. To omotte jizatsu shitan janai kana. Ich habe nur die Gerüchte gehört. Das waren Kinder ohne Verwandte. Glaubst du nicht, sie haben Selbstmord begangen, weil es sie glücklich macht? Sonna koto iwanai de. Sagen Sie so etwas nicht. Shitsure. Demo kimi ga omotta shiawase ga kanarazu shimo tanin ni totte no shiawase da to wa kagiranai da. Verzeihung, aber dir muss klar sein, dass das Glück, das du kennst, nicht dasselbe für andere ist. Sonna koto iwarenakutemo wakatte. Ich weiß, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Toriaizu kyou wa nomou. Sono tame ni kitan janai ka. Wie auch immer, lass uns trinken. Deswegen sind wir doch hergekommen. Ara, hanashi o sorasuki? Kake no koto wa dou naru no yo? Oh, versuchen Sie etwa dem Thema auszuweichen? Was ist mit unserer Wette? Shinpai suru na. Kake wa chanto oboeteru. Katsudou mo suru. Keine Sorge, ich erinnere mich noch und ich arbeite daran. Uso oshai. Anata no katsudou nante kiita koto ga nai janai. Hören Sie auf mit diesem Unsinn. Ich habe nichts von Ihren Aktivitäten gehört. Aibou wo shinjirarenai no kai? Du vertraust deinem Partner nicht? Kuchi dake wa tasha yo ne, anata tte. Sie sind wirklich gut im Reden. Ie ie. Nein, so bin ich nicht. Mattaku choushi ga kuru. Das ist so falsch. Mazu ippai douzo. Lass uns zuerst etwas trinken. So, ne? Sie haben recht. Kampai. Watashi wa chanto kake wa atashita yo. Ich arbeite wirklich an meiner Wette. Jibun ryūgi de ne. Aber auf meine eigene Weise. Ja. Tag 4. Ich habe wieder die Vergangenheit gesehen. Soieba, kyou de yokkame ni narun desu ne. Wo wir gerade von der Vergangenheit reden. Heute ist der vierte Tag. Noah hat gesagt, ich wiederhole die letzten 7 Tage, bevor ich sterbe, aber wird es einen Unterschied machen? Ich hatte beim letzten Mal nicht so viel Chancen, mit Herrn Ethan zu sprechen, wie jetzt. Und ich wusste vorher nicht so viel über den Fall vor 15 Jahren wie jetzt. 15 Jahre alte Wahrheit zu wakareba, nanika kawaru no deshou ka? Wird sich etwas ändern, wenn ich die Wahrheit herausfinde, was vor 15 Jahren passiert ist? Auch wenn er uns Partner nennt. Es kommt mir vor, als hätte mich Herr Ethan nur herumgeschubst. Hm. 15 Jahre ich werde die Wahrheit hinter dem Vorfall vor 15 Jahren herausfinden und ich werde mein Bestes geben, dass du dankbar dafür bist, die Vergangenheit zu kennen. Du hast mein Wort. Seine Worte haben mir Hoffnung gegeben, dass er sein Versprechen einhält.
Aber gibt es bei dem Vorfall vor 15 Jahren überhaupt etwas, wofür ich dankbar sein kann? Wie auch immer, ich sollte mich für die Arbeit fertig machen. Es kommt mir vor, als hätte ich zugenommen, seit Saya hier ist. ごちそうさまでした. Danke für das Essen. じゃあ、僕はこれで. Entschuldigt mich. また待ち伏せですか? Sie haben wieder auf mich gewartet? 合流するなら、ここが一番確実だと思ってね. Ich dachte mir, dass du herkommen würdest. 別に逃げるつもりはありません. Ich dachte mir, dass sie herkommen würden. まあまあ、とりあえず行こうか. Aha, sollen wir gehen? Hallo, Emma. Ich komme rein, Emma. お邪魔いたします. Entschuldigen Sie mich. 落ち着いたかな? Hast du dich beruhigt? 昨日は見苦しい姿を見せてしまってすみません. Ja, es tut mir leid, dass ich mich gestern so schändlich benommen habe. Heute sieht sie schwächer aus. Da kann man nichts machen. Wir haben sie gestern zu sehr überrascht. こちらこそ, Emma が調子の悪い時にたびたび邪魔してすまない. Wir entschuldigen uns auch, dass wir dich gestört haben, als du dich nicht so gut gefühlt hast, Emma. その、嫌なら15年前のことは聞かないよ. Wenn du es nicht erzählen willst, werde ich nicht mehr nach dem Vorfall vor 15 Jahren fragen. Sie haben ihr Versprechen gehalten, Herr Ethan. かまいません. 今のうちに話した方がいいかもしれませんし. Es ist okay, vielleicht ist es an der Zeit. 彼女、ソフィーは私の親友でした. Sie, Sophie, war meine beste Freundin. 彼女はやはりその. Sie war. 事件の被害者の一人です. Ja, sie war eines der Opfer vor dem Vorfall. Es tut mir leid, ich konnte sie nicht retten. Du kannst mir die Schuld geben. Nein, das würde ich nie tun. Wie könnte ihr Verschwinden deine Schuld sein? Ich entschuldige mich. Du weißt es also nicht? Saya, stimmt es, dass du jetzt ein Hausmädchen in der Villa der Ashfords bist? そうだけど. Nun, das ist sie. Makure-sama to Sophie's Kankeo-Gosonji-de. Kennt Herr Barclay die Verbindung zwischen Saya und Sophie? Was? Barclay-sama-ni話したことがないので知らないと思いますが. Ich habe es Herrn Barclay nie gesagt, also sollte er nichts wissen. Hat das mit den Träumen zu tun, die ich hatte? なぜそんなことを聞くの? Barclay-がソフィーのメイだと知ったら何か不都合でも? Warum fragst du das? Wird etwas Schlimmes passieren, wenn Barclay weiß, dass Saya Sophies Nichte ist? Wer weiß, ich weiß es selbst nicht. Saya, du solltest dort besser kündigen. Ethan, ich hoffe auch, dass du dieses Haus verlässt. Ich kann das nicht tun, ohne den Grund zu kennen. Emma? Sie sieht unsicher aus. Als ob sie uns warnen will, aber es gleichzeitig etwas ist, das sie nicht offenbaren sollte. Nehmt euch vor Herrn Barclay in Acht. Ich kann euch keine Einzelheiten geben, aber bitte, glaubt mir. Emma?
immer. Bakure-sama. Herr Barclay ist gefährlich. Wenn ich nur damals mehr Mut gehabt hätte, hätte ich euch mitgenommen. Es tut mir so leid. Warum klingt sie so verzweifelt? Jetzt kratzt sie ab. Emma, もう休んでいいよ. ごめんね, 無理をさせて. Emma, du kannst dich jetzt ausruhen. Tut mir leid, dass wir dich so belästigen. Nein, ich werde sowieso nicht mehr lange leben. Es ist Blut. Sie hustet viel Blut. Emma? Emma, seit wann ist dein Zustand so kritisch? Ich konnte es nicht verbergen. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten, Ethan. Ethan-sama, Kongo, nani ga atte mo, anata wa kantan ni ikirukoto wo akirametari shinai de kudasai. So, yakusoku shite itadakemasu ka? Ethan, egal was von jetzt an passiert, bitte versprich mir, dass du nicht so schnell aufgibst. Nani wo itteru nda, Emma? Shini sou nano wa boku janakute. Wovon sprichst du, Emma? Ich bin nicht derjenige, der gerade stirbt. Go shibun no inochi wo daishi ni shite kudasai. Sore wa kanosho Sophie no negai de mo aru no desu kara. Och, die labert immer so langsam, die Frau. Bitte schätze dein Leben, das ist auch der Wunsch von Sophie. Tante Sophies Wunsch? Emma, shikari! Emma, stirb nicht. Ethan-sama, kokishin wa hodo hodo ni. Ethan, Neugier ist der Katze tot. Sophie, matte. Watashi. Sophie, warte. Ich werde bald da sein. Emma! Brauche ich nicht übersetzen, ne? Ich habe es schon geahnt, aber ich hätte nie gedacht, dass es heute so enden würde. War es mein Besuch, der ihren Tod verursacht hat? Nein, das kann nicht sein. Neugier ist der Katze tot. Ich stimme Ihnen zu, Frau Emma. Herr Ethan hat die Dorfbewohner gerufen und irgendwie haben wir eine einfache Beerdigung organisiert. Der Bürgermeister hat lange mit Herrn Ethan geredet, sodass wir erst später zurückkehren. Ich bereite gleich das Abendessen vor, Herr Ethan. Sie sollten sich besser umziehen. Tut mir leid, aber ich brauche heute kein Abendessen. Du solltest nur etwas für Nathan vorbereiten. Ich bringe Ihnen später eine Kleinigkeit. Ich brauche nichts. Lass mich allein. Verstanden. Och, der Hund, der dreht sich schon wieder um hier, ey. Mein Gott. Osoi. Du bist spät. Moushiwaki arimasen. Ich entschuldige mich, junger Herr. De, Ethan wa mada ka? Und, Ethan ist noch nicht bereit? Kyō no yūshoku wa meshiagaranai yō desu. Er sagte, er wird heute nicht zu Abend essen. Nani ga atta? Was ist passiert? Stimmt, Herr Nathan sollte Frau Emma auch gekannt haben. Sono, moto meido no Emma-san ga nakunarimashita. Frau Emma, das ehemalige Hausmädchen, ist tot. Emma ga
So. Emma ist tot? Ich verstehe. Seine Reaktion ist ganz anders als die von Herrn Ethan. Schibaraku Ethan wa hitori ni shita hou ga ii. Du lässt ihn besser eine Weile allein. Honnin ni mo onaji you ni iwaremashita. Er hat mir dasselbe gesagt. Kimi wa kanojo ga nakunatta toki ni Ethan to issho datta no ka? Warst du bei Ethan, als sie gestorben ist? Hai. Ethan wa Emma no koto jibun no haha no you ni omotte ita. Ethan, er hat Emma als eine Art Mutter gesehen. Somosomo Er hat das Haus zum ersten Mal verlassen, um nach Emma zu suchen. Das wusste ich nicht. Du scheinst dich in letzter Zeit gut mit Ethan zu verstehen. Er mag dich wohl sehr, dass er dich zu Emma mitnimmt. Warum erzählen Sie mir das, junger Herr? Ups, mein Handy gerade. Sorry, Leute. Du verletzt ihn vielleicht, wenn du dir seine Umstände nicht bewusst bist. Ich weiß, ich sollte einem Hausmädchen wie dir nicht davon erzählen, aber Ethan ist mir sehr wichtig. Sie schätzen ihre Familie sehr. Ich fühle mich rastlos. Herr Ethan schließt sich in seinem Zimmer ein, wie Herr Nathan gesagt hat. Es wäre vielleicht besser, ihn allein zu lassen, aber... Ich kann aber nicht anders. Ich denke, es ist nicht gut, ihn so allein zu lassen. Es ist seltsam. Warum fühle ich so? Ehe es mir klar wird, stehe ich schon vor Herrn Ethans Zimmer. Mata Nathan ka? Bist du es wieder, Nathan? Herr Nathan war auch hier? Ie. Des. Nein, ich bin es, Saya. Hitori ni shite to itta yo ne. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich alleine lassen? So desu ne. Sono hazu de gozaimasu ne. Ja, das ist es, was ich tun sollte. Dou shita no? Was ist passiert? Okashii kamoshiremasen ga. Nantonaku. Das klingt vielleicht seltsam, aber es kommt mir vor, als sollte ich sie nicht allein lassen. Das klingt nicht nach dir. Sie haben recht. Aber ich verhalte mich auch nicht wie immer. Wir sind uns ähnlich. Komm herein. Darf ich, junger Herr? Es macht mir nichts aus. Dann entschuldigen Sie mich. Herr Ethan liegt auf dem Bett und sein Gesicht ist in seinen Kissen vergraben. Weint er? Neugier ist der Katze tot. Ich hätte nie gedacht, dass das ihre letzten Worte sein werden. Du hast mich gewarnt, aber ich habe es nicht ernst genommen. Ist ihr Tod meine Schuld? Frau Emma kommt nicht zurück, selbst wenn sie so etwas sagen. Ich gehe näher an das Bett heran und berühre instinktiv seinen Kopf, obwohl ich weiß, dass es unhöflich ist. Ich habe von Herrn Nathan gehört, dass sie ihn wie eine Mutter war. Ich tätschle langsam seinen Kopf. So ist es. Wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre es nicht so schmerzvoll gewesen. Wir haben einen Hinweis bekommen. Wie lächerlich ich jetzt aussehen muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Ethan sich weigert, es zu wissen und nicht positiv denkt. Ich
Das ist das erste Mal, dass ich sie so schwach sehe, junger Herr. Das ist auch das erste Mal, dass du mich so streichelst, Saya. Er steht auf. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereite. Es ist nichts. Sind wir nicht Partner? Was für ein verlässlicher Partner. Bitte sehen Sie zu, dass es Ihnen bald besser geht. Etwas stimmt nicht, wenn Sie so leblos aussehen, Herr Ethan. Morgen werde ich wieder fröhlich sein. Du kannst zurück auf dein Zimmer gehen. Also, du solltest deinem Partner vertrauen, richtig? Haben Sie vor, Ihre Nachforschungen fortzusetzen? Ja, es gibt noch immer etwas, das ich herausfinden muss, und außerdem ist da noch mein Versprechen dir gegenüber. Verstanden. Es ist ungewöhnlich, ihn nicht in meinem Zimmer anzutreffen. Ist er woanders zum Spielen hingegangen? Ich hole den Brief von Tante Sophie aus der Schublade. Tante Sophie wird von den Leuten geliebt. Frau Emma, sie hat sogar in ihren letzten Momenten nach ihr gerufen. Wenn mein Traum real war, war sie Herrn Barclays Partnerin. Aber dann hat uns Frau Emma gewarnt, dass Herr Barclay ist gefährlich. Wurde sie hintergangen? Hund. Du bist hier. Ich beschließe, mich hinzulegen, da er mich sowieso gleich zum Einschlafen bringen wird. Dein kühles Verhalten ist so langweilig. Es ist besser als jemand, der furchtbaren Kaffee serviert. Schlaf. Wird sich wirklich etwas ändern, indem ich die Vergangenheit sehe? Es obliegt nicht mir, das zu entscheiden. Kann es sein, was würde passieren, wenn ich mich weigere zu sterben? Oh, hast du deine Meinung geändert? Das habe ich nicht gemeint. Zuerst einmal, wie würdest du deinen Tod vermeiden? Es gibt keinen Weg, das zu vermeiden. Es ist dein Schicksal. Er sagt mir das klar und deutlich. Was sage ich da? Es war kein schmerzhafter Tod. Es ist schon in Ordnung, wenn ich ihn wie zuvor akzeptiere. Aber warum bin ich dann so nervös? Wie auch immer, zeig mir den Hinweis. Vergangenheit, die kämpfenden Gefühle. Es ist so kalt heute. Ara? Kimi, ich tokoro nai no? Hey, hast du einen Ort, wo du hingehen kannst? Chotto, Kimi! Hey! Ah, me ga sameta?
Ah, du bist endlich aufgewacht. Was ist das für ein Ort? Du bist auf der Straße zusammengebrochen. Wie geht es dir jetzt? Naze. Warum? Naze boku o tasuketan da? Sono mama houtte okeba ii no ni. Warum hast du mich gerettet? Du hättest mich einfach liegen lassen sollen. Sono mama da to kimi shinde shimau wa yo. Du hättest sterben können, wenn ich dich liegen gelassen hätte. Sono hou ga ii. Mou kurushii omoi o shinai de sumu. Das wäre besser gewesen. Wenn ich gestorben wäre, würde ich keine Schmerzen mehr spüren. Kimi ne, jibun no inochi o motto daiji ni shinasai. Hey, du solltest dein Leben ja zu schätzen wissen. Nani? Seijin ni demo naru tsumori? Wer zur Hölle bist du? Versuchst du eine Heilige zu sein? Boku nanka umare nakereba yokattan da. Ikiteru imi nanka nai. Tsurakute kurushii dake da. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Mein Leben ist bedeutungslos. Es besteht nur aus Schmerz und Sorgen. Kimi wa aragatte mita? Hast du versucht, dafür zu kämpfen? Aragau? Kämpfen? Jinsei ga tsurai ka tsuraku nai ka wa kekkyoku sono hito shidai. Kimi wa tsuraku naranai tame no doryoku o shita no? Egal, ob das Leben schmerzvoll ist oder nicht, es liegt alles an einem selbst. Hast du versucht, dich nicht verletzen zu lassen? Doryoku de nan demo kaiketsu dekiru to omotteru no ka? Baka onna. Denkst du, man kann alles schaffen, wenn man sich anstrengt? Wie naiv. Toriaizu, watashi wa shigoto ni iku wa. Tsukue ni suupu o junbi shita kara, sore o tabete. Wie auch immer, ich muss zur Arbeit. Ich habe die Suppe gemacht. Sie steht auf dem Tisch. Iss sie auf. Shigoto tte? Arbeit? Kore demo ninki no josanshi nano yo. Ja ne. Ich bin eine bekannte Hebamme, auch wenn ich nicht so aussehe. Tschüss. Josanshi. Shussan o tetsudau nante. Bakabakashi. Hebamme? Ein Job, wo man bei der Geburt hilft? Wie dumm. Sie schmeckt gut. Wer war dieser Junge? War das Ethan? War das Nathan? Oh Gott, Tag 5. In 2 Tagen werden wir sterben. Boah, ich will kratzen, ja. Und ein Stückchen trinken, mein Mund ist schon wieder so trocken. Tante Sophie, sie ist eine ziemlich entschlossene Person. Sie war. Hat sie ihre Überzeugungen je angezweifelt? Soieba, itsumono to chigai. Kino no yume ni Barclay-sama wa demasen deshita ne. Wo ich gerade dabei bin, ich habe Herrn Barclay in meinem Traum gestern gar nicht gesehen. Die Partnerschaft sollte nur ein Spiel zwischen ihnen sein. Tante Sophie meint es wohl nicht ernst. Oder hat sie Herrn Barclay wirklich vertraut? Nimm dich vor Herrn Barclay in Acht. Könnte es sein, dass sie wegen ihrer Verbindung zu Herrn Barclay zu einem Opfer des Vorfalls geworden ist? Und hat dann mein Tod auch mit ihm zu tun? Herr Barclay. Ist er vielleicht der Mörder? Bis dann. Er haut ab. Er geht auch. Herr Ethan hält seine Versprechen und ist heute wieder fröhlich. Hat er vor dem Vorfall vor 15 Jahren weiter zu untersuchen? Wünsche ich mir, dass er die Wahrheit hinter dem Vorfall aufdeckt? Der Vorfall sollte keine Rolle für mich spielen, aber irgendwo in meinem Herzen erwarte ich, dass er Antworten findet. Ich gehe besser zu Herrn Ethan. Apropos, ich weiß, dass es hier 2 Routen gibt, und zwar einmal Ethans, die wir jetzt gerade spielen, und es gibt einmal Nathans Route. Das hatte wohl ganz am Anfang, habe ich mich wohl unbewusst für Ethan entschieden. Wir spielen natürlich Ethans Route zu Ende und haben natürlich dann auch ein anderes Ende, glaube ich, als bei Nathan oder einen anderen Story-Hintergrund. Aber Nathans Geschichte werde ich jetzt nicht spielen, weil dafür ist, bin ich ganz ehrlich, ist mir das Spiel ein bisschen zu langweilig. Aber naja, wo ist Herr Ethan? Ich dachte, er würde wieder rausgehen, aber ich konnte ihn am Hintertor nicht finden. Oi, dou shitan da? Hey, was ist los?
Ich höre Herrn Elfens Stimme aus der Ferne. Was ist passiert? Was ist passiert hier? Was passiert hier? Ich eile in die Richtung, aus der die Stimme kam. Stimmt es wirklich, dass es in keinem Buch in diesem Haus erwähnt wurde? Wonach suchst du? Nathan-sama, Herr Nathan? Ethan-sama. Was ist, Herr Ethan? Es ist ungewöhnlich, ihn im Arbeitszimmer vorzufinden. Du bist endlich gekommen, Partnerin. Ich hatte es schon satt, auf dich zu warten. Aibo, nani ka no asobi ka? Partnerin, was für ein Spiel ist das? Kyō wa odekake ni naranai no desu ka? Gehen Sie heute nicht raus, junger Herr. Uchi no naka wa amari shirabete nai to omotte sa. Nani ka minogashite shimatta mono ga aru kamo. Mir ist nur eingefallen, dass ich das Haus noch nicht gründlich durchsucht habe. Vielleicht gibt es etwas, das ich übersehen habe. Ittai nan no sawagi desu ka? Oh, Herr Barclay. Was ist das für ein Krach? Barclay. Er scheint unsere Stimmen gehört zu haben und folgt uns ins Arbeitszimmer. Das könnte eine gute Chance sein. Ethan-sama. Herr Ethan. Tantō chokyū ni kiku yo. Barclay, 15 nen mai ni kansuru shomotsu wa doko ni aru? Ich werde das einfach direkt fragen. Barclay, wo sind die Dokumente über das, was vor 15 Jahren passiert ist? Was haben Sie vor, wenn Sie nach diesen Dokumenten suchen, junger Herr? Ethan, das habe ich mich auch gefragt und ich habe überall gesucht, aber nichts gefunden. Nathan-sama made. Sie auch, Herr Nathan? Nathan, kimi. Nathan, du. Barclay, kannst du uns erzählen, was vor 15 Jahren passiert ist? Ethan-sama mo Nathan-sama mo. 誕生日は明日じゃありませんか? 今更 15 年前のことを聞いても意味はありませんよ. Herr Ethan und Herr Nathan, morgen ist Ihr Geburtstag. Es gibt keinen Grund darüber zu reden, was damals passiert ist. 遺言通り、誕生日の後に次の伯爵が決まって首都に行けば. Wir müssen 過去のことなんて. Sorry, ich dachte, er wäre fertig. Wir müssen uns keine Gedanken um die Vergangenheit machen. So wie es im Testament steht, wird der nächste Graf nach Ihrem Geburtstag bestimmt und dann müssen wir nur in die Hauptstadt gehen. なぜ怯えてるの? Warum siehst du aus, als hättest du vor etwas Angst? 私が怯えているように見えますか? それは失礼しました. 決してそのようなことは. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Ich entschuldige mich, das wollte ich nicht. もうこんな時間ですか? これから村長と話がありますので. また後ほど. Es ist spät, ich habe eine Verabredung mit dem Bürgermeister, also entschuldigt mich bitte. Oh. Na schön. Herr Barclay eilt in sein Zimmer. Mit einem M. Ne, Ethan. Naze imasara 15 nen mai no koto? Ethan, warum fragst du jetzt nach dem Vorfall vor 15 Jahren? Kimi koso naze? Itsumo nara Barclay ni iwareta tori benkyou ni muchou janai ka? Du auch. Warum? Normalerweise würdest du einfach nur lernen, so wie Barclay es dir immer sagt. Kibun-tenkan ni chotto shirabete miyou to omotta dake. Ii daro? Naja, ich habe mir das bloß als Ablenkung zu meinem Studium angesehen. Es sollte in Ordnung sein. Ich verstehe. Willst du mir nicht mehr darüber erzählen? Es macht mir nichts aus, aber... Er wendet seinen Blick mir zu. Was ist los? Willst du, dass sie es auch hört? Sie hat nichts mit dem Fall zu tun. Ist in Ordnung, sie ist immerhin meine Partnerin. Ich habe beschlossen, ihr alles zu erzählen, seit wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Vertraust du ihr? Wie könnte ich meiner eigenen Partnerin nicht trauen? Außerdem ist sie doch nicht ganz unbeteiligt. Erzählt mir mehr. Lass uns zuerst in die Bibliothek gehen. Saya, bring uns Tee. かしこまりました. Verstanden? Kochen wir jetzt Tee? Oh, ist so heiß. 失礼します. Entschuldigen Sie mich. 待ってたよ. Ich habe auf dich gewartet. 遅い. Du bist spät.
話は進まなかったのですか? Verläuft die Unterhaltung nicht gut, junger Herr? 話も何も。イータンは君がいないと話さないって。Wir haben noch nicht angefangen. Ethan meinte, er würde nichts ohne dich sagen. それは、お待たせして申し訳ございません。Das, ich entschuldige mich, wenn ich Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet habe. 僕が決めたことだし、謝らなくていいよ。Es war meine Entscheidung. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. そうだ。Ja, es ist alles Ethans Schuld. Und ich muss Schluss machen, meine Lieben, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.